So, hallo. Wusstet ihr schon, dass ich ein Vollidiot bin? Ja, wusstet ihr schon? Jetzt wisst ihr es auch noch. Beweis ist einfach, ich habe gerade 2 Minuten aufgenommen, ohne dass irgendein Aufnahmeprogramm gelaufen ist. Bis ich festgestellt habe, irgendwie ist da gar kein roter Rand. Ich hatte Bandicam noch gar nicht an. Ich habe auf Ö gedrückt und geredet. Tja, Mensch. Ist nicht viel passiert. So. Das letzte Mal haben wir die Challenge The Purist geschafft. Juhu! Yay! Was heißt das letzte Mal? Heute Morgen wahrscheinlich sogar. Denn theoretisch ist dieser Part hier jetzt der Samstagabend-Part. Das müsste hinhauen. Und jetzt werden wir uns mal einen Run lang rerollen. Und mir fällt gerade ein, ich habe was vergessen. Ihr entschuldigt mich kurz. Ich muss gerade noch. Shit, wie hieß denn jetzt diese Seite wieder? Ah, Hilfe, schnell. Irgendwas mit God. Kommen wir da hin? Mit God gibt er mir nichts. Ach, verdammt, wie hieß die Seite? Nein! Das war irgendwas mit God, aber wie hieß es? Och, fu! Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Mist. Mist, Mist, Mist. Wie heißt das, wenn man hier alles durch hat? Dann ist man. Platinum God, Platinum God, Platinum, Platinum. Ja, genau, Platinum God. Co.uk. Genau, die Seite brauchen wir, falls ich was nachschauen muss. So. Fantastisch. So, wir werden uns jetzt jedenfalls mal eine Runde rerollen durch die ganze Welt. Wir haben den D6 und der D6, der lässt, wie gerade erwähnt, gut. Der lässt, wie gerade erwähnt, kann man da Items neu würfeln? Da wollen wir vielleicht ran. Wir warten erstmal. Wir müssten jetzt ja auch, da wir wieder normal spielen, Itemräume bekommen. Gehe ich ganz stark davon aus, tatsächlich. Und deswegen, ja. Ich werde trotzdem, wenn mir ein Item gefällt, es nehmen und es nicht rerollen. Ich werde ja, wie gesagt, nur rerollen, wenn irgendwas totaler Bullshit ist. Ich werde jetzt also nicht alles rerollen. Das ist wahrscheinlich für die Leute, die sehr viel rerollen, wieder unverständlich. Aber ich rerolle auch das erste Mal. Also ich möchte da darum bitten, seid mit mir nachsichtig, danke. So, da ist er schon. Perfekt. Machen wir erstmal kurz hier alles. Putti-Putt. Dich auch. Du willst auch Putti-Putt gemacht werden. Schön ist, dass Rerollen halt zum Beispiel in Räumen wie der Bibliothek. Wenn man die zum Beispiel leer geräumt hat, dann ist die Bibliothek auch sowas wie ein Itemraum das nächste Mal. So, da haben wir doch schon mal. Was ist das? Das ist der Geldsack, glaube ich. Den nehmen wir jetzt mal nicht. Wir rerollen jetzt natürlich einmal. Achtung! Und bekommen direkt. Ich habe keine Ahnung. Was bist du denn? Ich kenne dich. Ich hatte dich, glaube ich, schon mal. Aber was bist du? Wo bist du? Wo bist du da? Nee, das bist du nicht. Da bist du. Mom's Eye. Hatte ich das schon mal? Ach nee, das hatte ich noch nicht. Man schießt auf dem Rücken, aus dem Rücken heraus. Warum nicht? Ich kann mich in der Ebene eh nicht mehr aufladen. Also man könnte jetzt den Dice wieder neu aufladen. Den D6, den Dice sage ich schon. Den D6 könnte man wieder neu aufladen und dann nochmal rerollen, so oft man halt will. Ist ja ein Spacebar-Item. Aber das ist ja schon sehr interessant. Gut. Das nehmen wir mal mit. Dann holen wir noch die Kiste da. Den Shop lassen wir jetzt natürlich sein. Der bringt ja jetzt nicht so viel. Eine Pille. Na, ich bin gespannt. Bombsaki. Ah, ich habe meine Bombe zurückbekommen. Dann kann ich hier ja doch mal schnell sprengen. Und wir können uns gut mit einer Münze was holen. Was sage ich denn dazu? Was sage ich denn dazu? Wenn jetzt ein Schlüssel rauskommt, dann gehe ich in den Shop. Erstmal eine Pille. Die setzen wir mal noch nicht ein. Nicht, dass das irgendwas Doofes ist.
Gut, das war's dann auch mit der Maschine. Pille. Full Health, okay. Gut. Also, Bossy Bossy. Auf geht's. Widow, Hallöchen. So. Und unser nächstes Ziel ist natürlich, das Polaroid zu vervollständigen. Wir müssen also ein paar Mal noch Isaac killen in der Kathedrale. Das wird uns nur gelingen, wenn wir entsprechend gute Items bekommen, sonst wird das nichts. Kann ich jetzt schon sagen. Das war bisher immer nur mit mehr Glück als Verstand. Das war nie großartiges Können. Und ich hatte vor allem jedes Mal gute Hilfe durch meine Schutzschilder. Das weiß ich schon. So. Gut. Aber wir schauen mal. Mit entsprechenden Items kann man das dann schon schaffen, Isaac zu killen, wie man gesehen hat. Ich fände es zum Beispiel super, wenn wir den Epic Fetus mal wieder bekommen würden. Da wäre ich sehr stark dafür. Aua. Dich habe ich nicht gesehen. So. Du stirbst auch noch. Und du willst auch noch sterben. Super. Und jetzt könnte man das hier wahrscheinlich auch rerollen, wenn man es denn aufgeladen hätte. Aber ihr seht ja, das dauert noch ein bisschen, bis das sich wieder auflädt. Also nehme ich natürlich die Page and Boy einfach mit. Hätte ich jetzt noch den Schlüssel, könnte ich natürlich, aber gut. Ich könnte jetzt mit den Münzen natürlich auch nochmal spielen und dann hier in den Shop gucken. Andererseits habe ich dann wahrscheinlich so viel Münzen verspielt, dass ich nicht mal den Schlüssel bekommen habe, also lassen wir das. So. Und den D6 hat auch nur Isaac, soweit ich weiß. Die anderen haben ja andere Start-Items. Und Isaac hatte vorher gar keins. Gut. Also laden wir D6 weiter auf. Deswegen ist es natürlich auch relativ klug, relativ bald in die Item-Dings zu gehen und entsprechend oft zurückzukehren, um zu rerollen, falls man nicht zufrieden ist mit dem, was da ist. Problem ist natürlich, sobald man eines der Items nimmt, was ein Spacebar-Item ist, ist der D6 natürlich dann weg. Das heißt, sobald ich mich für ein Spacebar-Item entscheide, was ja zum Beispiel Epic Fetus wäre, können wir nicht mehr rerollen. Was ja auch logisch ist. So. Übrigens habe ich jetzt erst begriffen, dadurch, dass ich mit dem Spulk ein bisschen geschrieben habe in Skype, dass die Namen von den Minibossen, das sind ja die 7 Todsünden, das ist mir nicht so bewusst aufgefallen. Aber Envy, Greed, Gluttony, Sloth, das sind ja alles auf Englisch, sind das ja die 7 Todsünden. Wir haben ja auch die Lust dabei und sowas, ne? Also. So. Das wisst ihr natürlich alle längst, ist mir schon klar. Mir ist es halt jetzt erst aufgefallen. So. Dum-du-du. Okay. Meine Herren. Haben wir es jetzt. Aber Greed ist natürlich der Schlimmste. Greed ist der Allerschlimmste. Oh ja, das nehmen wir doch gerne mit. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und der D6 ist schon aufgeladen. Bringt mir aber noch nichts. Das heißt, wir sollten möglichst schnell hoffen, dass wir was finden. Sonst wäre es schade für die Rolle. Ja, perfekt, da ist er schon. Da ist der Itemraum schon. Wunderbar. So. Und natürlich kann man auch was Schlechteres rerollen. Also, man kann auch Pech haben beim Rerollen. Aber dann kann man ja noch mal rerollen, falls man es zusammenkriegt, das Zeug. So, was haben wir denn jetzt hier? Den Kackhaufen, den wollen wir auf keinen Fall. Aber ich kann ihn doch sicherlich, das hätte ich wahrscheinlich vorhin... Habe ich vorhin rerollt sofort? Ach, das war... Nee, das war der Sack. Den hätte ich nicht direkt zurücklegen können. Aber den Kackhaufen kann ich gerade mal aus dem Pool nehmen, natürlich. So. Und dann tschüss. Dich nehme ich auch einfach aus dem Pool. Dich will ich auch nicht.
Du bist zwar grundsätzlich nicht schlecht als Base bei Item, wenn man noch gar nichts hat. Aber ganz ehrlich. Schauen wir mal, ob wir es nochmal hinkriegen hier zu rerollen. Das wäre ganz nett. Wenn hier allerdings schon der Boss ist, wird es wohl nicht mehr so viele Möglichkeiten geben. Das heißt, was wir auf jeden Fall wollen würden, wäre sowas wie eine Batterie oder so für den D6. Wir brauchen irgendwas, was das Space-Item relativ schnell auflädt. Sowas wäre halt toll. Ah, ein blaues Herz. Mit meiner neuen Theorie nehme ich das natürlich noch nicht. So, da wäre dann hier wahrscheinlich der Geheimraum. Könnte aber natürlich auch... Es wird wohl noch mehr Möglichkeiten geben für den Geheimraum. Obwohl... Ja, es kommt drauf an, wenn da unten der super Geheimraum ist, dann könnte es natürlich noch mehr Möglichkeiten geben. Jetzt gehen wir erstmal in den Shop. Das wäre ein Spacebar-Item. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hier auch rerolle. Ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall erstmal noch gar nichts. Da ist die Bip. Ach, und ich kann nicht mehr rerollen. Blöd. Blöd, schade. Obwohl nach dem Boss, der Boss gibt mir keine zwei Striche, oder? Nee. Zweimal das Anarchis Cookbook. Okay. Wir müssen den D6 natürlich mitnehmen, sonst lädt er sich nicht auf. Im Normalfall wäre ich jetzt sonst mit dem Anarchis Cookbook natürlich zum Boss gegangen. Und hätte da einmal ordentlich auf Pauke gehauen. Aber so bringt das natürlich nichts. Deswegen. Und jetzt gibt es nämlich doch zwei Möglichkeiten für den Geheimraum. Mist. Machen wir erstmal den Boss. So, das wird schon klappen ohne die zwei blauen Herzen. Die nehmen wir dann für die nächste Ebene mit. Und ich werde es bereuen. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe schon kommen, dass ich gerne mehr Energie hätte. Bitte triff mich nicht. Das wäre peinlich. So, du hältst auch gleich nach einer Runde an. Du fährst nicht lange durch. Das habe ich mir alles mittlerweile gemerkt. So. Und dann spawnst du ein paar Fliegen und viel mehr machst du eigentlich nicht. Eigentlich kannst du nichts. So. Ich meine, dass das die apokalyptischen Reiter sind, das habe ich ja zum Beispiel schon kapiert gehabt, relativ bald. Aber das mit den 7 Todsünden war mir einfach nicht bewusst. Aua. Aua. Ach komm, treff mich halt. Also, dass ich da nicht ausweichen konnte, ist schon gerade echt wieder peinlich. Aber ist okay. Ist okay, ich bin peinliche Auftritte gewohnt. Vor allem in Isaac. So. Und das war's dann auch mit dir. Ach, Moment. Kann ich den Cube of Meat jetzt auch rerollen? Will ich aber eigentlich nicht. Den will ich schon als Schutzschild haben. Okay, wo rerollen wir denn jetzt? Jetzt ist die Frage. Wir haben, glaube ich, zwei Möglichkeiten zum... Entschuldigung. Wir haben, glaube ich, zwei Möglichkeiten zum rerollen. Einmal den Itemladen. Einmal den. Die Bibliothek. Itemladen, sage ich schon. Den Itemraum. Einmal die Bip. Und eventuell beim Shop. Bin ich mir aber nicht sicher. Wir rerollen mal hier. Zweimal das gleiche. Das Book of Shadows wäre eigentlich ziemlich geil. Aber ganz ehrlich, das ist mir nicht geil genug. Jetzt ist die Frage, wo ist der Geheimraum? Ich habe zwei Bomben und ich habe zwei Möglichkeiten. Wir versuchen es erstmal da, wo ich eigentlich sonst gesprengt hätte. Das wäre hier gewesen. Gut. Und jetzt habe ich schon rerollt. Ach, es ist doch zum Kübeln. Naja. Okay, dann holen wir uns die zwei blauen Herzen. Und dann ab.
und dann Abflug. Mal schauen, ob wir irgendwann was zusammenkriegen. Was? Alter, ich habe irgendwas im Hals. Entschuldigung. Irgendwas juckt gerade. Ich trinke mal eben einen Schluck, während es hier in die nächste Ebene runtergeht. So. Sorry dafür. Aber manchmal muss das einfach sein. Okay, hier ist es sicherlich ganz hilfreich, dass ich auch rückwärts schießen kann. Weil man hier dann doch auch ein paar Leute trifft, die man so sonst nicht treffen würde. So. Jihi, so wie du mich. Oh, du bist ein großer, sehe ich gerade. Gut, dass du mich nicht getroffen hast. Da muss ich natürlich besser aufpassen. Dass du mir nicht wehtust. Denn du machst mir ein ganzes Herzschaden sonst, Freund. Da stehe ich nicht drauf. Nee, tue ich nicht. Wirklich nicht. Gut, Kiste. Nice. Kistception. Nice. Okay. Also, der Itemraum hier ist relativ geklärt. Allerdings wäre es jetzt noch gar nicht so gut, den zu finden, weil wir D6 noch nicht aufgeladen haben. Obwohl das in Ordnung wäre, weil dann hätten wir zumindest schon mal den Itemraum. Besser so rum als anders. Es ist halt gerade bei D6 wirklich besonders schade. Für jeden Raum, mit dem man ihn nicht aufladen kann. So, was haben wir denn hier? Lockdown, na gut. Das sind Dinge, damit können wir leben. Mach dich mal weg, gleich. Danke. So. Und du auch. Du machst dich auch gleich mal ganz schnell weg. So. Prima. Und die 6 ist aufgeladen. Zu bald, leider. Zu bald. Hier ist der Boss. Da ist nicht der Itemraum. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Raum, den wir beenden werden, ohne die 6 weiter aufzuladen. Das ist sehr schade. Und dann haben wir mindestens noch einen Raum dazu. Denn wir werden kaum als nächstes direkt den Raum zum Itemraum finden. Schade, schade. Aber was soll's. So. Und stirb. Stirb. Na komm schon. Danke. Gut. Noch ein Schlüssel. Das ist natürlich super. Also, dann gehen wir mal eben den Weg zurück. Und jetzt dürft ihr entscheiden, gehe ich nach oben, gehe ich nach links oder gehe ich nach unten. Und ich hoffe, ihr entscheidet euch alle für das ich mich auch entscheide, sonst habt ihr nämlich doch nicht entschieden. Ich gehe nach oben. Super Entscheidung, nicht? Noch ein Raum, den ich umsonst mache. Oh, also umsonst, was die 6 angeht halt. Schade. Ist dann natürlich besonders ärgerlich, Alter, das leckt schon wieder hier rum. Ich will einmal Isaac normal spielen können, ohne dass alles laggt und ohne dass alles langsamer wird und bäh. Aber den Gefallen wird mir mein Laptop wohl nicht machen. Es ist ja schon alles auf den niedrigsten Einstellungen, sonst könnte ich es ja erst recht nicht spielen. Das ist echt ärgerlich. Wahrscheinlich wäre ich noch viel schlechter, wenn ich es richtig spielen könnte. Aber gut. Ich kann es nur mal nur so spielen. Na, dadurch verzögert sich halt alles und es dauert alles ewig, bis man mal was geschafft hat. So, noch ein Schlüssel, danke. Bisher haben wir nur eine wirkliche Möglichkeit für die Bombe. Ach, noch ein Raum, den ich umsonst spiele. Verdammt. Ich will doch rerollen, ich will doch rerollen, ich will doch nur rerollen. Und je öfter ich das Wort sage, desto bescheuerter klingt es, wenn ich es ausspreche. Reroll.
So. Nun macht euch doch mal weg. Versteckt euch doch nicht hinter den Fliegen, sondern tschüss, genau. Du hast es verstanden. Du hast das Spiel eindeutig verstanden. Und du verstehst das Spiel auch noch, Freund. Danke. So, dann haben wir jetzt auch Ruhe. Eine Bombe. Itemraum? Natürlich nicht. Hier könnten wir jetzt natürlich eine Bombe setzen. Will ich das, ist die Frage. Alter, diese ganzen blöden... Oh Mann, ey, Skatolen, welche super. Dann bräuchte ich mich nur um die Idioten in der Mitte kümmern. Und hätte sonst Ruhe. Was den Rest angeht. Aber so ist das natürlich äußerst nervig. Weil ich ständig nur die Fliegen treffe und die Viecher nicht. Und das bringt mich dann überhaupt nicht weiter, sondern es bringt mich nur im Kreis. Jetzt ist er weg. Gott sei Dank. Hör auf mit dem Scheiß. Danke. Du bist auch weg. Gut. Noch eine Münze da. Wir warten aber erstmal. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten für einen Geheimraum. Da ist der Itemraum. Super. Aber wir werden in der Ebene wohl nicht mehr Dingens auf. Oh fuck. Wo gehe ich denn da hin? Das war nicht so klug. Das war überhaupt nicht so klug. Naja, was soll's. Was bist du denn? Du bist nicht das One-Up. Was bist du denn? Was bist du denn? Du bist... Ah! Eigentlich alles gut, wenn ich das so lese. Plus One Health Up, plus Damage Modifier, mal 1,5 Damage Multiplier und so weiter. Magic Mushroom hatten wir auf jeden Fall schon mal, ich kann mich halt nur nie dran erinnern. Nice, all stats up. Gut. Das möchte ich dann auch nicht rerollen an der Stelle, ne? Also ganz ehrlich nicht. So ein Item nehme ich. Ihr könnt mir ja grundsätzlich sagen, ob es immer blöd war, nicht zu rerollen oder zu rerollen. Aber ich denke, in dem Fall war es sicherlich verständlich, dass ich nicht rerollt habe. Auch wenn ich jetzt natürlich noch mehr verschwende, was den Kollegen hier angeht. Warum nicht? So. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Damage dabei. Wir haben alles. Wir haben, wie gesagt, all stats up. Nur, ich glaube, die Tiersrate nicht, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. So. Ihr kleinen Mistviecher. Dum-tudu. Du, stirb bitte. Stirbe bitte, danke. Du darfst bitte auch sterben. Du auch. Und du hast recht. Super. Und ihr noch. Ihr habt mir gerade Schaden gemacht. Wahrscheinlich kostet ihr mich jetzt mein letztes blaues Herz. Aber ich hatte gerade ein HP ab, damit könnte ich leben. So. Und noch eine Kiste. Oh ja, bitte. Liberty Cap. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, dann haben wir noch den Shop. Da können wir dann ja theoretisch mal testen, ob ich mit dem D6 auch rerollen kann. Jetzt können wir erstmal hier die Kiste in der Mitte holen. Das war Lockdown, das nehmen wir jetzt nicht. Steht das hier eigentlich? Steht das hier? Steht das hier? Steht das hier? Steht das hier? D6? Kann ich da... Pedestal Items, also alle, die auf einem Podest stehen, werden rerollt. Ah, aber hier auch Items aus dem Shop. Devil Deal, Angel Room, Boss Room, Treasure Room, oder Secret Room Items. Okay. Keine Trinkets, ist schon klar. Okay. Gut. Alles klar.
Das heißt, wir können nur problemlos in den Shop und dort auch wie wollen, falls wir irgendwas Unschönes haben. Und hoffen, dass dort was Schöneres rauskommt. Und bevor ich gar nichts mache, würde ich dann doch sagen, ich könnte natürlich dann auch das Item im Bossraum rerollen. Das ist auch klar. Das wäre auch möglich. Soll ich dann noch warten mit dem Revolen? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, das war dumm. Mehr Bomben. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem einfach direkt gleich in den Shop gucken und, wie gesagt, entsprechend rerollen. Denn vielleicht kann ich mir dann ja die Batterie entsprechend herrollen. Ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Herrollen, rerollen, zurückrollen, vorwärts rollen, seitwärts rollen. Temperance? Nee, nicht wirklich. Oh, oh. Jetzt ist da schon die Karte. Die wäre natürlich ganz nice. Andererseits zeigt mir die Karte eigentlich nichts an. Außer nur die Fläche des Raumes. Ich reroll mal aus Spaß. Toll. Jetzt ist das... Ach, jetzt habe ich das gekauft. Jetzt habe ich das gekauft, das wollte ich gar nicht. Naja. Ich wollte es eigentlich nur kurz einsetzen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich im Shop bin. Und das natürlich dann kaufe. Ja. Sorry. Hab nicht nachgedacht. Aber ist okay. Haben wir halt für 15 Münzen ein blaues Herz gekauft. Naja. Aber man hat den ja in etwa... Wir kriegen die Münzen ja wieder schnell zusammen. Das... Bombsaki, ja, ist jetzt genau richtig. So. Naja, gut. Das war doof. Sorry. Hab nicht nachgedacht. So. Zweimal Bombs. Einmal hier. Nix. Einmal hier. Gut. Oh. Oh. Die Schaufel. Die Schaufel. Das überlege ich mir noch. Ich habe ja noch Bomben. Ich kann hier wieder zurück. Will ich die Schaufel? Also mit der Schaufel, für alle, die sie nicht kennen, kann ich mich komplett durch die Ebenen im Prinzip bringen, ohne Bosse zu machen und sonst was. Ich setze die Schaufel ein, es erscheint eine Falltür, die mich direkt in die nächste Ebene bringt. Aber ich würde doch lieber die rerollen in diesem One. Ich würde lieber wirklich viel rerollen, weil wir es noch nie gemacht haben. Boah, aber die Schaufel wäre schon klar. Obwohl eigentlich bringt es mir überhaupt nichts, weil durch die Schaufel verliert man halt, man bekommt halt nicht die Items entsprechend und ja. Also wenn man sie nicht sammelt. Ich rede jetzt vor allem von den Boss-Items und wenn man den Boss gemacht hat, dann kann man sowieso durch die Ebene durch. Das könnte hier gleich wehtun ein bisschen. So. Gut, stirb. Danke. Aber naja. Satanraum, natürlich. Jetzt kann ich im Satanraum natürlich auch nicht mehr rerollen. Ach, es ist doch zum Kübeln, wie ich es wieder geschafft habe, es zu verhauen. Aber was hättest du denn für mich? Du hättest nichts für mich, was ich wollen würde. Deswegen, ich hätte hier rerollt. Kann ich aber nicht mehr. Also scheiß drauf. In der nächsten Ebene können wir wieder ein bisschen rerollen. Und das heißt auch im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss.